Jetzt gehen wir da hoch. Und ja, es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich dann mal auf dem Dach oben bin. Aber wenn ich dann erstmal auf dem Dach oben bin, läuft das alles schneller. So wie ich jetzt gerade spreche, wird es dann um einiges schneller laufen. Aber ich spreche lieber ein bisschen langsamer, damit es auch ein bisschen verständlicher für euch ist und nicht zu belastend für meine Stimme. So, ja, haben wir noch ein bisschen Jump and Run. Sozusagen eher mehr Run als Jump. Oder Swing und Run. So, hier ein Todessprung. Kapisch. Und dort ist schon der Spatten, der unsere Schwester betrogen hat mit einer fetten Frau. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditorin. Arschloch. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Ja. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Du beleidigst meine Schwester. Ups, verdrückt. Du gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. So, jetzt müssen wir auf die Tasten. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so richtig. Achten. Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ja, ich breche eher dir die Nase. Wir können alle reden. Aber wenn es dann ernst wird. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Tritt ihm in die Nüsse. Bastard, ich Konterschlag. So. Lass die Finger von meiner Schwester. Eine Schande bist du, Wichser. Verpiss dich. Oder ich niete dich um. So. Bam, bam. Bam, bam. Ich sollte ein bisschen... La la la, la la la. Ja, und es gibt dann so Art Untermission, Schlägerei freigeschalten und so. Das hatte ich ja vorhin schon bei den Botengängen für Ezios Vater, dass da stand Botengänge freigeschalten oder Rennen freigeschalten. Und da gibt's halt einige Dinge, einige Submissionen, also Untermissionen, die man so zum Zeitvertreib machen kann. Und sie ist natürlich halt eine 100, für die 100%ige Synchronisierung auch wichtig. Egal, wir versauen jetzt ein bisschen Leben. So, jetzt gehen wir erstmal zur Mutter. Und ich schaue erstmal kurz auf die Uhr. Ja, 22 Minuten. Buongiorno, Ezio. Days passed. Buongiorno a voi, madre. Hab hier eine Stunde aufgenommen. Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal, ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie, Maria, bei ihrer Aufgabe helfen. Und jetzt lernen wir auch eine weitere Person kennen, die sehr wichtig ist in diesem Teil des Spiels. Ich und auch in den weiteren. Kampf mit Vieri. Ja, das ist eine sehr, sehr bekannte Person des 14. Jahrhunderts. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Wir werden es dann gleich herausfinden, wer es sein wird. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Genau. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, so lang. Ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Genau. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Ja. Ich renne schon mal etwas vor, weil ich genau weiß, wo ich hin... Ich möchte nicht zu spät kommen. Muss. So, da ist meine Mutter. Wir gehen mal durch die Blümchen durch.
und rennen voraus. Da sind wir. Ich bin schon da. Klopf, klopf, klopf. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Leonardo. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. So, wer sich ein bisschen in Kunst auskennt, hat schon herausgefunden, wer das ist. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Vaginas. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Ja, und es ist Leonardo da Vinci. Hallo? Hallo? Objekte aufheben. Bin ich jetzt blöd? So, Ezio. Ach so. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Boah, jetzt lauft schon zu. Kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oh, oder ich Anatomie. Halt wieder so. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ja, und das wirst du auch. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. So, können wir da mal weiterlaufen? Endlich. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn wir jetzt einen anrempeln, fällt uns dieses Scheißding aus den Händen und darauf habe ich echt keinen Bock. Und deswegen sind wir hier ein bisschen vorsichtig und schauen, dass wir keinen anrempeln, sondern wirklich nur das Päckchen nach Hause bringen. Oh, nee, da lang. So, hier rein. Und abstellen. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Bestimmt, Leonardo da Vinci. So, und wieder 100 Florin geschenkt bekommen. Für eine kleine Aufgabe. Wir kümmern uns jetzt noch so als letztes um die Aufgabe oder um das kleine Aufgäbchen von seinem kleinen Bruder. Was machst du hier draußen, Petruccio? Bevor ich einen Schnitt mache und eine Aufnahme beende. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Ja, die Federn. Ja, alle Federn sammeln, bevor die Zeit abläuft. Ja, ja, ich weiß. Spring. Hüpf. Hüpf. Da ist eine Feder. So. Es sind nur 3 Federn. Also jetzt nicht so die Welt. Im gesamten Spiel gibt es dann insgesamt 100 Federn, die wir alle sammeln sollen. Es ist dann ein weiterer Uplay Erfolg. Warum fallen mir die Worte nicht ein? Ja, ein Uplay-Erfolg, der als Erinnerung gedacht ist an seinen kleinen Bruder. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Weil in dieser Aufnahme geht es jetzt nicht um das Weitere der Geschichte, sondern nur um das Hier und Jetzt. Lalalalalala. Nein, nein, ups, Entschuldigung. Lass mich vorbei. Heiß und fertig. Und wir sind hier. Interagieren. Ja. So. Wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Ja. So. Wieder mal eine Aufgabe geschafft. Petruccios Geheimnis synchronisiert. Wir machen jetzt noch diese Aufgabe
für den Vater wieder. Ezio, komm rein, mein Sohn. Und dann, das sollte eigentlich recht schnell gehen, wenn ich das weiß. Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist.